Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Felo VDE Schraubendreher Spezial. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, dass wir im Moment den weltbesten VDE Schraubendreher suchen. Und jetzt sind wir bei Felo angekommen. Es lief schon Viha, Vera, Barco und ich haue in diesem Video auch wieder einen raus. Ihr kommentiert, Toolboy spendiert und zwar dieses Mal diesen tollen Kapselheber, Flaschenöffner, 033er Schlüssel, auch eben mit diesem Gronic-Griff, da hinten schön weich. Und zwar werde ich einen Hashtag nennen und den müsst ihr mir unten mit in den Kommentar reinschreiben. Und in dem Kommentar soll es natürlich gehen um Felo, was gut ist, was nicht gut ist, ob ihr die im Einsatz habt oder welche ihr besser findet und so weiter. Es laufen auch noch andere Gewinnspiele, und zwar die von Viha, Vera und Barco. Da schaut ihr mal, da gibt es eine Liste und ich habe festgestellt, dass habe noch gar kein Felo Spezial gemacht, also wo ich den Hersteller herstelle. Auch das soll es geben. Hersteller vorstelle. Auch das wird es geben. Und zwar demnächst. Ja, bleibt am Ball. Und dann werdet ihr auch in das Vergnügen kommen, dieses Video zu genießen. Also, los geht's. Lange Rede. Mit bisschen Sinn. Schon kann es losgehen, sage ich immer. Nichts riskieren, abonnieren. Also, ich habe drei Sätze gefunden. Einmal diesen schönen Standardsatz, den es gibt, hier mit dem tollen 414er. Ich meine, das sind die 100mm Phillips, 1 und 2 sind im Satz mit dabei. Und dann noch Schlitzschraubendreher, und zwar 3x0,5, 4x0,8 und 5x1mm. Die haben hier vorne so einen tollen Sechskant. Das heißt, man könnte hier auch noch ein bisschen anziehen oder hinten ein Loch. Ah, brauchen wir ja immer nicht. Und, na gut, manche Automaten zieht man heftig an, manche kriegt man nicht auf. Sollte man eigentlich nicht benutzen, aber es gibt auch Drehmomentschlüssel. Ha, so viele Informationen. Aber das ist halt gut, wenn man dann mit dem anderen Schraubendreher hier rein kann, um zu hebeln. Und natürlich, um die aufzuhängen. Die haben keine Stoßkappe, brauchen wir vielleicht auch nicht. Oder wäre es eine gute Kombination, sagt ihr mir. Und die haben halt hier diesen ganz weichen Griff. Ja, und vorne halt leicht abgesetzt, und mit denen kann man an bis zu 1 kV Kilovolt AC schrauben. Das ist ein Zwei-Komponenten-Griff und der liegt eigentlich ganz gut in der Hand, und vor allem durch diese weiche Griffform schmiegt sich der richtig an. Ja. Und da ist also ein 100 dabei, 125er, der kleine steht auch mal schön auf dem Griff oben, das ist ein 80er. Ja, und die anderen, das sind eigentlich alles 100er. Und es ist ein Phasenprüfer dabei. Ja, das ist kein Werkzeug zum Schrauben, sondern ein Prüfgerät oder ein Lügenstift. Naja, wie ihr wollt, der ist nur Oldschool. Und dann habe ich entdeckt einen Satz, der kommt auch in so einer schönen Kunststoffbox. Und da ist auch wieder dabei, 3x0,5, 4x0,8, 5,5x1, und zwar die zwei kleinen 100 lang und 125 der große, und dann hier auch Philips 1, 2 und sogar ein Pozzi. Der kleine Philips 1 ist 80 und Pozzi und Philips 2 sind 100 lang, und das ist aus der Slim Serie, also relativ preiswert. 15 Jahre Warranty, also Gewährleistung. Gronic Made in Germany steht da oben. Das ist der 414S und der ist einfach ein bisschen dünner und der ist nicht. Ja, er ist schon auch weich, aber der ist nicht so Sofa wie der große hier. Der ist ja super weich. Und ja, ich glaube, die kommen auch ganz gut an bei euch, weil die halt schön dünn sind, dass man da auch im engen Schaltschrank damit arbeiten kann. Die haben vorne kein so Sechskant, brauchen wir den aber. Die haben hinten dieses Schlüsselloch. Also auch tolle Serie. Was dabei ist, habe ich euch schon vorgelesen, und dann ist hier noch so ein toller Phasenprüfer dabei, und da habe ich neulich gelesen, ich glaube, das war in einem Kommentar vom Bauforum, ja, nicht verwenden zum Schrauben, sondern zum Prüfen nur. Man, ich sage nicht verwenden zum Prüfen, weil es ein Lügenstift ist, wenn da hinten diese Glimmlampe halt nicht mehr geht, dann ist trotzdem Saft auf der Schraube, aber mein, früher, sind wir doch mal ehrlich, hat das Teil schon mal gereicht, Steckdose aufmachen, ja, gucken, ob Saft oben ist, und dann vielleicht Rädle anschrauben. Konnte man mit so einem ganzen tollen Teil da einiges machen. Auch wenn die Elektriker von euch, die Elektrofachkräfte von euch jetzt vielleicht eine Zehennagel hochrollt oder Nackenhaare stellen. Ja, früher ist gegangen, heutzutage soll man vielleicht lieber mit einem tollen Dustpol oder Prüfgerät machen. Okay, und dann hier, last but not least, gibt es ja von Felo diese tollen Boxen, außen gummiert, so Kunststoff. Und wenn wir da mal reinschauen, echt auch eine coole Nummer, weil
Und es kommt auch nochmal verpackt hier in so einem Kunststoffbox oder Kartonbox. Und da ist oben dabei 2,5 x 0,4, 3 x 0,5, 3,5 x 0,64, 0,85 x 0,5 x 1, 6,5 x 1,2 sogar, Potsie 2, Philips 1 und 2 und Torx 10, 15 und 20. Ha, das erste Torx-Set. Und da habe ich nochmal was gefunden. Das hebe ich jetzt nur kurz rein. Das kommt natürlich auch noch. Aber irgendwie schauen die ganz ähnlich aus und das ist nur ein Torx-Set. Ja, da hätte mich mal interessiert, braucht ihr Torx überhaupt am Schaltschrank? Also, hier wieder zurück zu dem tollen E-Smart-Set. Heißt es also, haben wir E-Slim, E-Smart, alles dabei. Sind eben solche auch VDE-geprüften Zeichen, steht oben. Geprüfte Sicherheit, VDE, das ist ja der Verband der deutschen Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Und da hat einmal für die engen Bauräume, das finde ich echt klasse, hier so ein Dreher und dann kann man hier schön schnell durchdrehen, so ein Knöppi. Dann kann man da ordentlich räubern. Und wenn man ein bisschen mehr Schmack ist, braucht ein bisschen mehr Iwan im Ärmel, ist da neben dem kleinen auch ein großer Griff dabei. Und jetzt nehme ich mal den hier raus. Und den kann man und dann hier einfügen, dann hält er auch gut. Und da steht auch wieder oben IEC 60900, Doppeldreieck Prüfzeichen, 1000 Volt, E-Smart und GS-TÜV geprüft. Also mit dem kann man auch Schrauben, die sind schön slim, aber nicht abgesetzt. Und er hat keine Ratschenfunktion, da habe ich bis jetzt auch nur einen gefunden. Und zwar war das der von Barco. Ja, wenn ihr da noch einen anderen kennt, sagt mir Bescheid. Hier ist es auch so, es sind zwar zwei Komponenten außen Kunststoff, aber der ist auch Gummi, aber der ist nicht so ganz weich. Und da habe ich vorhin ein tolles Bild gesehen, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Na, wie war jetzt der? So, und die kann man da hinten so reinklemmen in den Kunststoff und dann hebt es eigentlich auch ganz gut, wenn da nichts entgegenkommt. Und dann schauen wir mal. Also die haben innen einen durchgehenden Kunststoffgriff, so wie es ausschaut, und dann hier außen einen Gummi. Noch näher her und in der Mitte so ein schönes Polster. Ja, tolle Sache. Wirklich, also die fassen sich wirklich gut an. So, und bevor uns jetzt die Heizung den Kopf wegballert, sage ich danke fürs Zuschauen. Hashtag ist natürlich der Hashtag Felo. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es wieder heißt. Nächstes Kind abonnieren und ihr lasst mir ein Like da. Und dann bis bald. Tschüss.